Hallöchen, willkommen zurück zu Tales of Symphonia. Wir stehen vor Origin, den wir mit einem Pakt an uns binden können, aber er möchte kämpfen. Und wir sind natürlich im krassen Nachteil, denn der Dude hat auf jeden Fall 4 Arme und einen Haufen spitze Gegenstände, die er auf uns abschießen kann. Oh, ach du Sch... Okay. Ich glaube, das wird wehtun. Erstmal mit der Unisono-Attacke reinbumsen. Und dann mal gucken, wie viel HP der noch hat. Aber von Prison Stars kriegt er eigentlich schon ordentlich aufs Maul. Das mit den HP gucken mache ich, denn so lange am Boden liegt, macht es eh nicht so wirklich Sinn drauf zu hauen. Oh, er hat schon ein Viertel verloren. Ja. Und schon wieder liegt er am Boden. Guck mal, ob das wir hinter ihn kommen. Ah, er steht schon am Rand. Hälfte ist schon weg. Oh, Thunder Arrow. Geht nicht auf uns, gut. Also auf mich vorne. Zum Glück ist er nicht ganz aus dem Indignation rausgegangen. Noch 15.000. Oh. Gucken, was Luna macht. Ein Treffer mit 2.000. Gut gemacht. Rain, heilst du mich? Nö, die heilt sich selber. Wow. Bleib du bloß in dem Indignation drin. Ah, das Origin. Haha. Gerade noch vor dem Einschlag. Hey, wieso haben wir den Grade von minus 04? So schlecht war das doch jetzt gar nicht. Spiegelring haben wir gekriegt. Wir kochen auch mal. Hä? Ach, weil ich gegen Kratos alleine gekämpft habe, deswegen bin ich als Koch eigentlich... Ach, komm schon. Pactmaker Sheena and Lloyd, I place my power in your hands. With that power, transform the Eternal Sword into a blade to save all life. Versprochen. However, the Eternal Sword remains, as by Mythos' Pact, unusable by those who lack the blood of elves. You must master the sword by your own power and forge a new bond with it. Na, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Keine Angst. Sehr schön. You did it, Lloyd. Was ist los? Oh. Ist das Mythos sein? There's no time. I'll take your body. No! What the fuck? No, it's Mythos. He survived in the Crucius Crystal. Lloyd's body will be taken over unless we do something. Tötet Lloyd! Lloyd! Damn, you interfere! Fine, I'll just take this body. Also so viele, wie in ihrem Körper drin gewesen sind in dem Spiel, ist ja schon ein bisschen happig, ne? We promised that we'll go on a journey together when the world is reunited. Let her go! What do I care? I'm leaving this filthy world behind. Und dann wieder ist sie weg. Oh.
Alter Lachs. Übel. Übel, übel. The Tower of Salvation is collapsing. It's Mythos. He sealed off the route to Darris Carlon. Damn. We'll evacuate the elves for now. The entire village will be destroyed unless we do something. Na, die werden sich dann auch bedanken. Oh, da ist schon jemand eingeklemmt. Oh, ich spür meine Beine nicht mehr! Mal weggeschoben. Oh, die Beine werden ja sowas von Matsch jetzt. Oh, ihr habt mich gerettet. Danke. Kein Problem. Hauptsache, du kannst auch laufen, obwohl deine Beine komplett weggequetscht gewesen sind. Uff. Die Suche nach Colette. Ja, hören wir uns doch mal an, oder? Oh, mies ist der verdammte Mistkerl. Lloyd, ruhig, wenn du eine Chance haben willst, Colette zu retten, dann musst du dich beruhigen. Ja, du musst dir erst lernen, das ewige Schwert zu führen. Ah, das weiß ich halt doch, Colette, ich werde dich retten. Oh. Können wir jetzt weiter Elfen retten? Danke. Oh no. Der ganze Shop? Gibt es hier noch irgendwelche Elflein, die Hilfe brauchen? Hallo? Falls ihr irgendwo drunter steckt, dann schreit bitte. Oh, wenn da jemand drunter steckt, der kann, glaube ich, nicht mehr schreien. Aber egal. Quieken sie einmal für ich brauche Hilfe und zweimal für... Oh. Quiek! Oh, ja klar. Die können ja auch nicht links an dem Wasser dran vorbeilaufen. Danke, bitte. War's das? Hm, scheinbar. Warte, ich habe Hilferufe. Anscheinend sind noch Elfen im Ort. Dann war's das doch noch nicht. Aber wo habe ich denn bitte schön was übersehen? Ich bin doch da rechts schon gewesen. Moment, in den Häusern? Stimmt nicht. Da ist ordentlich was durchgebrochen. Müssen wir es da noch nach links weiter durch? Hängt hier jemand? Nö. Oh, what the fuck? Oh, sag nicht, wir hätten jetzt... das hier ist noch intakt. Können wir da rein? No. Ist denn tatsächlich noch jemand da ganz links drin gewesen? Da beim Ältestenhaus zum Beispiel? Weiter nach oben? Nö. Hä? Na komm. Ach. Du oder wie? Hey, was machen Sie denn noch hier? Machen Sie, dass Sie rauskommen. Ich kann die Bewohner nicht im Stich lassen. Ich bleibe hier bis zum bitteren Ende. Wir evakuieren alle Zurückgebliebenen. Also retten Sie sich. Ich weiß es nicht, dass ich von Menschen und Halbelfen gerettet werde. Wie können Sie in so einem Moment sowas sagen? Stimmt, vielleicht waren wir töricht. Ich vertraue euch das Wohl meiner Bewohner an. Der hat ja echt um Hilfe gerufen, ja. Lloyd, du solltest dich jetzt auch in Sicherheit bringen. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Von wegen, er hört noch Hilferufe. Das war der Einzige, der nicht nach Hilfe gerufen hat. Pfff. Naja. Hauptsache, alle Elflein sind in Sicherheit. Oh, kommt jetzt was richtig Großes runter. Ja, der ganze Rest.
Übel. Wow, was ist das denn da oben? Holy moly. What? What is that? That is Deris Carlon. Oh. Ein ganzer anderer Planet oder was? Impossible. How could a planet exist so close? It is the Eternal Sword that makes the impossible possible. It was hidden by the protective barrier projected from the Tower of Salvation. But it has always existed there for 4,000 years. Oh, hey! Yes. And now Mythos, with the great seed in hand, is trying to leave this land and take Deris Carlon with him. Tabitha, you're feeling better? Yes. Wait a minute. Deris Carlon is a mass of mana. And the great seed is the seed of the giant tree, right? If he takes both of them, what's gonna happen to this world? It will wither and die from mana deprivation. This is a much bigger problem than reuniting the worlds. Mm-hmm. What the hell are you guys talking about? Our friend just got kidnapped. What are we gonna do, Lloyd? What else? We're going after Mythos. Und wie? But the Tower of Salvation was destroyed. Sollen wir mit den Rearts hinfliegen, oder was? Use the Eternal Sword. If you really made a pact with Auric, the sword will surely respond to you. With its power over time and space. No. But Altessa is not well enough to move. Who's going to craft the Ring of the Pact? Dad. Dirk? Yeah. He's our only hope. We'll go to Silverant. Wait. I'm going with you. All right. Okay. Auf zu Dirk! Wow. Das sieht schon geil aus. Ja. Das ist heftig. Aber hübsch. So pink-lila. Mhm. Zum Glück haben wir es nicht weit bis zu Dirk. Hm, Hallöchen. Paps. Wir brauchen deine Hilfe. So, you want me to forge the Ring of the Pact? A dwarf who's losing his skills by living on the surface? There's no one else. The dwarf that has the skills is unable to move. Dad, please. I've gathered all of the necessary items. Das wird schon hinhauen. Aha. Holz, Diamant, Stein und... This is adamantite for polishing. Oh, adamantit. What's this piece of wood? Is this sacred wood? This must fuel the fire. Is that why you were traveling all over Tethiala? To prepare all of this? I see. So everything is set. I can't very well refuse after you've gone through so much trouble now, can I? Ganz genau. And I suppose it won't hurt me to help out my dearest son. After all, I'm his father too. Dwarven vow number one. Work together for the sake of a peaceful world. All right, let's do it. With this, I'll be able to use the Eternal Sword, right? Ach, das ist einfach schon der Ring. Ich dachte, wir sehen vielleicht noch, wie er ein bisschen rumhämmert. Dad! Kratos! What's wrong? Lloyd, you've really grown stronger. I never expected you to be able to inflict such a serious wound on my angelic form. Take this and stop Mythos. I don't think I'll be able to help you anymore. Okay. That's a marvelous blade. Oh. I doubt you have a sword in your possession to match it.
Sieht aus wie eine Feuerklinge und Wasser. Really? Take this with you. It's a present I promised you. Now that you've grown all up, I can entrust you with the greatest sword I ever forged. Ach halt, das ist von ihm? Ich dachte, das ist von Kratos. Wow. I'll become even stronger with these two swords. Thanks, Dad. And... Oh, and Kratos. Oopsie. Feuer und Eis. I'm sorry I forced everything upon you. I have great dads. One made a ring for his son using the lost arts. And another risked his life to protect his son in secrecy. Yeah, you've got great parents. Yeah, well, I'm off. Dad. Wunderbar. Everyone, let's go. Sind die dann noch gleich equipped? Nö, müssen wir doch selber reinschmeißen. Ja, 90 Stoß dazu. 70 Schnitt, das ist nicht unbedingt so viel. Aber besser als nichts. Sollen wir damit jetzt gleich mal hier nochmal den Sword Dancer probieren? Ist eine Überlegung wert. This is gonna be a piece of... Ow. All right. Okay. Ach halt, da ist glaube ich eh ein Safe Point direkt davor, oder? Moment. Der ist nicht mehr da. Ach ja. Habe ich auch gelesen, man braucht eine Party von 8 Leuten. Das heißt, wir müssen erst Colette zurückholen. Na gut. Dann machen wir das doch direkt mal. Ich hoffe einfach mal, dass wir immer noch da... Dann wieder zurück können. Also. Auf zurück nach Tethala. Und wir müssen zum... Oh, doch, ich möchte zurück nach Tethala. Hallo. Und das Schwert Origin war doch eigentlich im Turm des Heils. Aber der ist doch gerade zusammengesackt. Können wir da trotzdem noch rein? Und dieser Wald in der Mitte, das ist immer noch so suspekt aus. Aber hier ist nichts, ne? Ne. Bin immer so ein bisschen skeptisch. Moment, was ist die Abspaltung von Darius Carlan? Die Effektivität des ewigen Schwertes, die Kraft von Darius Carlan zu unterdrücken, lässt nach, da Lloyd sich mit Origin verbündet hat. Das bedeutet, Darius Carlan beginnt wegzudriften. Oh. Ah, wir müssen uns beeilen. Ich muss jetzt die Fähigkeit erwerben, das ewige Schwert zu führen. Oh ja, wir sind ja schon da. Zum Glück kann man da nochmal reinlatschen. Das müsst ihr dann eigentlich noch unten am Sockel stecken, ne? Das dachte ich gerade. Übrigens nur diese Plattform. Es ist das ewige Schwert. Sind wir gut vorbereitet? Das könnte unser letzter Kampf sein. Oh ja, wir haben einen anderen Savepoint noch. Hoffentlich ist das nicht unser letzter Kampf. Aber scheinbar ist das mit dem Schwert kein Problem. Aber warum sind da zwei Kügelchen? Das geht in unsere Schwerter? Diener der Ewigkeit? Du, der du das neue Recht besitzt, was ist dein Anliegen? Führe uns nach Darius Carlan. Zu Mythos und unserem treuen Freund. Verstanden. Oh oh.
Gibt's da wirklich kein Zurück mehr? Darius Kalan. Uiuiui. Doch, da gibt's ein Zurück, sonst könnte man sich hier nicht mehr zurückwarpen. Diener der Ewigkeit, was macht das denn Schönes? Ach, da oben. Oh, das erhöht nochmal alles. Geil. Hufufufu. Was gibt's denn hier so Schönes, umzuklatschen? Not much of a specimen. No way. Mit riesigen Knochen bewaffnet die Viecher. Und wir kriegen richtig aus. Ey, ich wollte eigentlich dieses Phantom da angreifen. Ja, da machen wir besonders wenig Schaden. Na komm schon. Genius, mach das Ding doch mal kaputt. Ah, neues Kochrezept müssen wir auswählen. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, nehmen wir das. Das kocht uns, glaube ich, auch China, oder? Nee, Genius wird das kochen. Jo. Fufufufufu. Ich hoffe, das ist hier der falsche Weg. Was will ich denn mit so einem Ding? Ach, da oben ist nochmal eine Kiste. Sieht gut aus. Oh, die Musik ist auch so schön bedrohlich. Ja, den ersten haben wir schon mal umgeklatscht. Und der hier schleicht sich an Genius und Rain ran, aber nicht mit mir. Zum Glück hat er da hinten hin gecastet. Nix da. Gut gemacht, Rain. Auch schon wieder eine Erfahrungsgemme. Geht's denn hier? Moment. Da geht's noch eine Ebene nach oben? Da wartet bestimmt was richtig Schniekiges auf uns. Tippen wir mal auf einen... Also wenn die Kiste oben ist, wenn das nicht der richtige Weg ist, den wir gehen müssen, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass da oben eine neue Rüstung für Lloyd wartet. Oh. Na, ich möchte doch hier... Boah, nur einen kleinen Treffer gelandet. Nö, hast du gut gemacht. Oh, hier geht's dann scheinbar weiter. Achso, von hier sind wir gekommen und dann nach rechts gelaufen. Aber wenn es dann da oben weitergeht, dann sollten wir eigentlich auf der linken Seite nochmal irgend so eine kleine Kiste finden. Dann gehe ich einfach mal dran aus. Und zwar hier lang. Ach. One fight after another. No way. Aha, schon wieder aufs Maul gekriegt. Gut. Den ersten schon mal umklatscht.
Oh, das ist ja tot. Den wollen wir nicht in unserer Nähe haben. Was macht eigentlich... Ich wollte sagen, was macht eigentlich Rain? Die sah nicht so aus, als würde sie casten. Oh, level up! Oh, am Rand hängen geblieben. Ich glaube, wenn wir nochmal gegen den Swordancer kämpfen, dann werde ich mit Rain definitiv Photon spammen. Denn mit ihren Erfahrungs-Gem-Fähigkeiten castet ihr erstens generell manchmal was instant. Und zum anderen castet die wiederholte Zaubersprüche direkt hintereinander schneller. Das heißt, wenn wir permanent auf Photon gehen, oder vielleicht sogar auf Ray, wenn der Sword Dancer groß genug ist, dass es halt öfter getroffen wird als einmal, dann sollte es eigentlich richtig flott gehen. Was? Und hier gibt's gar nichts? Echt jetzt? Ich dachte, hier gibt's dann irgendwas Krasses, wenn das so weit weg ist. Oh Mann. Umsonst gelaufen? Können wir demnächst runterhüpfen? Nein, können wir nicht. Und an denen kommen wir bestimmt auch nicht einfach so vorbei. Doch. Level 68, 67 sind wir mittlerweile. Hm. Wo müssten wir hin? Nach rechts. Doch nicht? Wo sind wir denn da vorher hingelaufen? Oh Mann. Ich um mein Gedächtnis. Ah. Grauenhaft ist das. Ah ja. Das ist der richtige Weg. Also der Totenschädel da oben rechts im Bildschirm, der hat da Stellung bezogen. Ich glaube, der ist so ein bisschen wichtiger. Hat Ray echt nicht getroffen? Oh Mann. Ah, das nächste Mal, wenn ich das mache, kann ich das in der Konstellation auch auf das... wie heißt das Viech? Phantasma machen. Denn das ist ja gegen physische Attacken nicht gerade anfällig. Und wieso macht China eigentlich so viel Damage an dem Viech? Ach ne, jetzt bewegt sich's. Na gut. Aber relativ langsam. Goldhelm. Ohohoho. Oh. So ein bisschen Flex muss ja schon sein. Was ist das denn? Samael sieht aus wie aus Alien. Hört sich auch nicht gerade gesund an. Puh. Das in der Mitte ist egal. Was links und rechts von dem Dings hier ist, das gucken wir zu der nächsten Folge an. Macht's gut, ciao.